Dies ist eine Exponentialgleichung, weil die unbekannte x als Exponent auftritt. Dieses e hoch minus x setzen wir nach unten, wo es zu e hoch x wird. Eine Potenz ändert die Etage, indem der Exponent das Vorzeichen ändert. Jetzt erkennen wir, dass die unbekannte x nur in dieser Form auftritt, e hoch x. Also stellen wir diese Form gleich y und ersetzen in dieser Gleichung e hoch x da und da durch y. Diese Gleichung wird sofort mit y multipliziert und somit stoßen wir auf diese Gleichung zweiten Grades in y. Die zwei Lösungen dieser Gleichung sind selbstverständlich 2 und minus 3, also haben wir zwei y-Werte gefunden, y gleich 2 und y gleich minus 3. Aber Vorsicht, die Übung ist nicht beendet, denn gefragt wird x und nicht y. Also nicht vergessen, back to x. Der erste Fall, wenn y gleich 2 ist, bedeutet, dass e hoch x 2 ist. So, jetzt nehmen wir einfach ln an beiden Seiten. Das dürfen wir, denn beide Zahlen sind ja streng positiv und finden somit, dass x ln von 2 sein muss. Der zweite Fall, wenn y minus 3 ist, dann bedeutet das, dass e hoch x minus 3 sein muss. Aber e hoch x ist immer streng positiv für egal welchen x-Wert. Also e hoch x kann unmöglich gleich minus 3 sein. Deshalb, der zweite Fall, führt zu keiner weiteren Lösung. Und somit hat diese Exponentialgleichung eine einzige Lösung ln von 2, die wir in die Lösungsmenge hineinstecken, und somit ist diese Übung schon beendet.